drauf. Okay. Junge, was ist mit euch los? Blöder Zeitpunkt. Oh Mann, die unterbrechen mich jedes Mal. Okay. Moin, Haxen. Grüß dich. Problem ist, ich muss, um die Wölfe zu beschwören, muss ich Infight sein. Und die schießen da direkt. Ich sprinte jetzt mal hin. Okay, die haben einfach schon instant mein Gaul kaputt gemacht. Also man könnte ja meinen, das ist der Vordereingang, ne? Jetzt habe ich schon mal zwei weg. Nein! Riese macht mir Probleme. Ja. Manchmal ist es weird. So, komm raus. Jo, was haut der für eine Welle? Hoffentlich. Haben die noch nie gemacht? Was ist denn mit denen? Bin gerade ein bisschen perplex, weil die anderen Riesen, die ich da gekillt habe, die haben das nie gemacht. Wieso geht der auf einmal so ab? Ah, jetzt konnte ich es nochmal vorher beschwören. Ja, cool. Hier kommt. Folget mich. Ja, auch wenn Neues, Leute. Wo sind meine Wölfe? Ja, was ist denn hier los, Alter? Ich kann überhaupt nichts machen.
Oh, jetzt bin ich aber ziemlich voll wieder von dem Dings. Der tut weh, ja. Boah, ich hab's jetzt zumindest alle mal weg. Junge, wie fix ist der denn auf einmal? Mach kaputt. Krieg den diesmal. Wow! Ah, ich lebe noch. Ich hab eben gerade, also, ne, als der zugeschlagen, ich hab eigentlich gedacht, ich bin dead. Hallo, ich hab das gut gemacht, indem ich die anderen erstmal weggenatzt hab. Aber der Riese ist halt, ja, schwierig. Hat was Unglaubliches vorausgemacht. Für die Sieg. Die Leute sowas da hinschreiben. Scheiße. Wieso haut er denn nochmal? Ich hab doch gedodged eigentlich. Manchmal verstehe ich das einfach nicht, also. Hat er mich unterbrochen, ey. Nice. Also dieser Ansturm ist ziemlich Porno, muss ich sagen. Hey, das ist eine goldene Saat. Damit kriege ich einen zusätzlichen Trank.
Nice. So, was haben wir hier oben alles? Oben war ich noch nicht. Der lebt ja. Okay, also das hat mich mal kurz erschreckt, aber na, so stark war er jetzt nicht. Was ist das da vorne? Sternlichtsplitter. Okay, was wir damit machen können, weiß ich aber noch nicht. Zum ersten Mal gelootet. Da hängen Fledermäuse. Ja, moin. Ach nee, das sind die Viecher. Bin auf jeden Fall mal im Bett. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Cool, dass du da gewesen bist. Dann würde ich sagen, bis die Tage, ja. Schlaf gut. Ich denke, ich werde eh auch nicht mehr so lange machen. Mal gucken. Hier ist schon wieder so ein Portal, ne? Oh. Rubiumstein. Hier Gefängnis des Sturmhügels. Parieren voraus. Mal eben gucken kann. Müssen wieder super viele goldene Dinger haben. Oh ja. Plus 2000.
Gewährt bei Verwendung den Segen einer ausgerüsteten großen Rune. Nutzen, um schrittweise FP zu regenerieren, okay. Zauberadligengeist. Immer noch keine Arme. Ich gehe jetzt aber mal weiter. So, gucken wohin. Mal Schmiedestein, ja, nice. Oha, was ist hier? Okay.
Junge, macht die so ein... Alter. Nein! So einen Heckensprung gemacht, ey. Oh nö, jetzt bin ich wieder ganz hier unten. Ich muss wieder hier hochjockeln. Die hat voll viel Leben. Mal gucken. Ich glaube, das... ich glaube, Feuer wäre da eine ziemlich gute Alternative, aber habe ich leider nicht. Ich habe dafür leider nichts. Boah, hat sich einfach voll geheilt, ey. Vorne muss ich zuschlagen. Okay. Sobald ich die Arme weg habe, muss ich vorne zuschlagen. Ich krieg den Trainer raus irgendwie.
okay, aber sie... Ah, ja, ja, ja. Auf jeden Fall mal nach hier unten noch mal. Wie ist das Elden Ring bisher so? Ja, jetzt wo ich dann doch langsam mit der Maus und Tastatur eingespielt bin, ist es gut. Ja, definitiv. Ich finde halt, also die Map ist halt riesig, ne? Ich habe ja nur einen ganz, ganz kleinen Teil, sehe ich ja bisher. Guck mal, ich sehe bisher nur diesen kleinen Teil, ne? Und es geht halt noch hier oben in das Schwarze und rechts und links und also es geht noch überall hin. So, und das musst du aber erst aufdecken, also das wird noch riesig. Die Bosse, die sind ziemlich nice gemacht auf jeden Fall. Also es gibt unglaublich viele Mini-Bosse, große Bosse. Und dass man halt viel looten kann, finde ich persönlich sehr cool. Mag ich. Und ja, ich bin mal gespannt, ne? Also so ist vom was du machen kannst... Es ist eigentlich ziemlich nice. Was mir persönlich nicht so gefällt, ist die Menüführung. Ich habe ewig gebraucht, um herauszufinden, wie ich zum Beispiel Ausrüstung anlegen konnte. Weil ich das die ganze Zeit nicht gesehen habe und man auch nicht so wirklich dahin geführt wird. Und es hat auch lange gedauert, bis ich rausgefunden habe, wo ich denn das Item herbekomme, um überhaupt Herstellung zu betreiben. Fand ich auch ein bisschen so Manko-mäßig. Also man wird halt so überhaupt nicht hingeführt, ne? Man muss das halt wirklich alles selber straight entdecken. Und hätte ich nicht per Zufall das Lagerfeuer gefunden, wo ich zum Beispiel meinen Mount herbekomme, wäre ich wahrscheinlich immer noch zu Fuß unterwegs. Also, ja. Das ist auf jeden Fall ein Manko in meinen Augen. Aber ansonsten ist es sehr gut. Also steuerungstechnisch habe ich ein bisschen was anzumerken. Und zwar mag ich es halt nicht, wenn du S drückst, dreht der Charakter um, ne? Und geht halt einfach straight nach hinten. Fühle ich persönlich jetzt nicht so. Ich bin es gewohnt, dass man Backstep läuft und komme damit besser klar. Weil so kann ich jetzt hier, schnell laufen. Man kann halt hier die ganze Zeit auch dann direkt umdrehen, ne? BASD quasi in der Reihenfolge durchdrücken. Mag ich persönlich nicht so. Also zu Fuß ist es noch krasser. Guck mal hier. Und das beinhaltet auch, dass du oft daneben schlägst. Dass manchmal man schlägt halt in eine Richtung und der Charakter schlägt dann aber voll in eine andere Richtung, obwohl du das gar nicht wolltest. Und ja, das ist so ein kleiner Manko. Aber ansonsten muss ich sagen, fesselt das Spiel und man hat halt einfach Bock, auch mehr, noch mehr zu entdecken. Ja, es ist mehr für Controller ausgelegt. Aber ich hab das dann ausprobiert mit dem Controller und... Ah, weiß nicht, ich komme nicht mit klar. Also ich bin A, kein Controller-Zocker und B, mag ich es nicht, wenn die Kamera nicht so schnell hinterher geht. Du läufst dann halt um den Gegner drumherum, ne? Versuchst den irgendwie von hinten zu hitten, aber der Gegner ist zum Teil auch so schnell, dass du mit der Kamerasteuerung nicht hinterherkommst und ja, das
Ich habe das einfach überhaupt nicht gefühlt. Also mich hat das so dermaßen geärgert mit der Kamera. Deswegen habe ich Controller jetzt abgelegt und spiele mit Maus und Tastatur. Problem bei Maus und Tastatur ist aber das Bild hier, ne? So, es wackelt halt ab und zu mal, ne? Wenn du halt, weil du ja mit der Maus nicht so geschmeidig dich bewegst wie mit dem Controller. Ne, dann wackelt das halt so ein bisschen. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das Spiel bisher auf jeden Fall sehr gelungen und ich bin gespannt, was noch so kommt. Und ich glaube, Open World technisch ist es auch, also was halt geil ist, das muss man ganz klar sagen, ne? Ich habe bei anderen oder beim Spock zum Beispiel, habe ich schon Bilder gesehen von Schlössern, die sind einfach riesig, ja? Also das ist eine riesige Stadt mit einem mega Schloss dazu und so. Das sieht so krass episch aus. Also die haben sich da so dermaßen Gedanken darüber gemacht, ne? Beziehungsweise Zeit investiert, um richtig, richtig geile, wie sagt man, Gegenden zu erstellen. Und da muss ich sagen, ey, Chapeau, Alter. Wirklich. Das hast du selten so krass gesehen. Ich muss weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Was ist das, was da auf mich schießt? Scheiße. Irgendwas. Boah, Alter. Ach, da. Da sitzt einer dahinter. Okay. Machen wir das jetzt mal anders. Hol ich mal meine Wölfe. Ui. Die sind fast tot. Dann müssen wir jetzt mal schnell dahin. Nein, meine Wölfe sind down. Okay, die haben wir schon mal. Wolf hat überlebt. Oh, Steinschwertschlüssel. Sehr nice. Ah, da drüben ist eine Gnade. Die holen wir uns jetzt direkt mal. So, also ich gucke mir jetzt, hier zum Beispiel, eben gerade war hier keine Insel, ne? Und jetzt ist hier eine ziemlich große, und die gucken wir uns jetzt an. Da hoch konnte ich ja nicht, ne? Also da war nichts, ein Eingang oder so. Ne. Mal da, da sitzt irgendeine Frau. Hello? Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? My name is Irina. I've escaped from Castle Morn to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander,
Ja, und was soll ich jetzt machen? I fear for father's life. The servants are full of wrath, filled with hatred for every one of us. They've since come for every one of the companions I escaped with. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. Please, I implore you, would you mind taking a letter to my father at the castle? My soul wishes that he escape, even if his honor should be the price. Please, I just want him to be safe. Ja, mal ich Brief überbringen. Dearly, then please, take this. Piranhas Brief. Father, who remains in the castle, if you please. Okay, der ist im Schloss. Da wollen wir auch hin. Was ist das? Achso. Okay, da haben wir einen Riesen, Wölfe. Da haben wir ein bisschen was. Ne, das sind keine Wölfe, das sind Ratten. Was ist das? Nein, nein, nein. Das meine ich, ne? Wenn ich halt so schnell hier unterwegs bin, dann geht die Kamera oder die Maus, dadurch, dass ich mit der Maus lenken muss, so schlecht hinterher, ne? Oder so schnell hinterher. Manchmal erkennt man das dann so schlecht. Okay, die haben wir schon mal weg. Schmiedesteine, das ist sehr gut. Goldene Runen. Ich trinke nochmal lieber einen Trank. Sein Schwert. Tschüss. Pferd ist gleich down. Okay, ich hab ihn. Streifen weißen Fleisches.
ist nix. Oh, was? Kriegsasche, mächtiger Schuss. Aber ist eher für einen Bogen ausgelegt. Interessant. So, es geht hier rechts und links lang. Ach, guck mal. Wenn ich hier unten, das ist auch mal ziemlich nice, wenn ich diese kleinen Dinger hier entdecke, dann entdeckt man quasi die Karte oder diesen Kartenabschnitt. Das heißt, ich werde mal weiter in den Süden latschen. Mal eben fix die Karte aufdecken. Das ist wichtig. Links ist auch eine Gnade, das ist auch gut. Die hole ich mir. Eben. Wer hockt da? Irgendein Reisender. Okay.